Hallo und herzlich willkommen hier auf spielfelder.de. Das ist ein Video, das euch zeigen soll, wie das Abi-Niveau gerade so in Baden-Württemberg in etwa ist und soll euch auch die Abi-Aufgaben vorbereiten. In dieser Aufgabe geht es um das Funktionsverständnis und die Aufgabe lautet, wir haben diese Funktion f von x ist x² durch x plus 1, also eine gebrochene rationale Funktion und wir suchen die waagrechten Tangenten dazu und genau den Punkt, an dem sie anliegen. Das heißt, falls es welche gibt, waagrechte Tangenten könnten auch sagen, es wäre parallel zur x-Achse. Und wir suchen die Normale durch den Punkt P 1 und 1,5. Beginnen wir mit der ersten Aufgabe, wir suchen die waagrechten Tangenten oder Tangenten, die parallel zur x-Achse sind. Das heißt, sie müssen die Steigung 0 haben, wie die x-Achse selber ja auch. Somit müssen wir also die Ableitung dieser Funktion bilden und sie 0 setzen. Dann finden wir die x-Stellen raus, an denen die Tangenten waagrecht sind und wir müssen nur noch die Punkte dazu bestimmen, also die y-Werte. Also bestimmen wir die Ableitung. F' von x, wir sehen, es ist ein Quotient, also brauchen wir die Quotientenregel. Das heißt, wir leiten zuerst den Zähler ab, mal den Nenner nicht abgeleitet. Also 2x mal x plus 1 minus Zähler nicht abgeleitet, Nenner abgeleitet, also x². Und naja, x abgeleitet gibt 1, 1 abgeleitet gibt 0, das heißt mal 1 muss ich nicht hinschreiben. Und wir müssen den Nenner einfach quadrieren. Das wäre also unsere Ableitung. Und jetzt vereinfachen wir den noch ein bisschen, damit wir damit einen besser rechnen können. Das heißt, wir multiplizieren hier oben mal aus. 2x² plus 2x minus x². Und in der Nacht ändert sich gar nichts. Und jetzt können wir hier noch 2x² minus x², das verrechnen. Dann steht hier noch x² plus 2x durch x plus 1 zum Quadrat. Wir suchen Nullstellen. Diese Funktion Nullstellen können nur da sein, wo wir Nullstellen des Zählerpolynoms haben. Wir sehen schon, dass der Nenner, der wird niemals. Der kann nur dann 0 werden, wenn hier minus 1 steht, aber wenn ich minus 1 hier oben einsetze, dann haben wir da oben keinen Nullstellen, wir müssen also nicht besonders gut aufpassen. Wir müssen also wirklich nur x² plus 2x gleich 0 setzen. So, das können wir hier machen. Wer unbedingt will, kann da mit der PQ-Formel oder sonstigen Dingen drauf losgehen, aber es ist viel einfacher. Wir klammern einfach ein x aus und steht hier nicht x mal x plus 2, also x² durch x geteilt und 2x geteilt durch x, steht hier, soll 0 sein. Jetzt kommt der Satz des Nullprodukts. Nämlich ein Produkt von zwei Zahlen ist nur dann 0, wenn eine Zahl von sich aus schon 0 war. Das heißt, entweder x gleich 0 oder naja, x gleich minus 2. Nämlich bei x gleich 0 ist der Term schon 0 und bei x gleich minus 2, minus 2 plus 2, dann wäre das hier 0. Wenn man minus 2 mal 0, dann wäre auch 0. Das sind die zwei Lösungen. Und jetzt müssen wir mit diesen beiden x-Werten noch die Punkte berechnen. Wir rechnen mit dem ersten Punkt, nennen wir ihn einfach q. Q also als x-Wert die 0. Jetzt müssen wir einfach 0 hier einsetzen, weil 0 geteilt durch 1 gibt 0. Also q 0 0 hat eine waagrechte Tangente. R, also minus 2 als x-Wert, minus 2 angesetzt. Minus 2 ins Quadrat ist 4. Minus 2 plus 1 ist minus 1. 4 durch minus 1 geteilt. Das ändert nur das Vorzeichen. Wir haben also minus 4 als y-Wert. Wir haben also Punkte q und r berechnet, bei denen die Tangenten waagrecht sind. Nun suchen wir noch die Normale durch den Punkt P 1 und 1,5. Um die Normale zu berechnen, berechnet man immer zuerst die Steigung an diesem Punkt, also die Steigung der Tangente. Wir brauchen also F' an der Stelle 1, was eigentlich die Steigung der Tangente, also MT, wäre. Also wir müssen also hier die 1 einsetzen. Das heißt 1 plus 2 geteilt durch 1 plus 1 ins Quadrat, 2 ins Quadrat gibt 4. Also wäre die Steigung der Tangente 3 Viertel in dem Punkt 1 und 1,5.
Wir suchen auch die Normale. Jetzt wissen wir, es muss gelten, Steigung der Normale mal Steigung der Tangente ist gleich minus 1. Können wir das die MT einsetzen und auch MN auflösen, nach der normalen Steigung. Oder wir wissen einfach, Kerber bilden und das Vorzeichen ändern. Also MN, Kerber bilden, also statt 3 Viertel, 4 Drittel, Vorzeichen ändern, also statt Plus ein Minus. Das ist die normale Steigung. Und jetzt, um die normalen Gleichungen rauszubekommen, müssen wir den Punkt einsetzen, also den Punkt 1 und 1,5. Wir wissen ja, die normale hat eine ganz normale Geradengleichung zugrunde, das heißt, die können wir schreiben als y ist gleich mn mal x plus b. Wir kennen davon fast alles, y können wir ablesen, y abgelesen war nämlich 1,5. mn haben wir gerade eben mit minus 4 Dritteln bestimmt. Der x-Wert war 1 plus b. Mal 1 muss ich nicht extra ausrechnen. Wir müssen nach b auflösen, das heißt, wir müssen hier nichts anderes machen als plus 4 Drittel. Wir haben also 1,5 plus 4 Drittel ist gleich b. Die Aufgaben hier sind gedacht eigentlich für den sogenannten Pflichtteil, das heißt, es wird gedacht, man soll es ohne Taschenrechner hinbekommen, das heißt, hier seht ihr, Bruchrechnen hat schon seinen Sinn, hier wird es abgefragt zum Beispiel. Ihr könnt es nämlich gar nicht so schnell in eine Dezimalzahl umwandeln, weil hier die Drittel stehen. Wir müssen also hier tatsächlich einen gemeinsamen Hauptnenner finden, 2 und 3, da ist der gemeinsame Hauptnenner einfach das Produkt davon, 2 mal 3, also 6. Wir müssen also das hier auf Sechstel arbeiten, also mit 3 multiplizieren, dann steht hier 3 Sechstel, das heißt, wenn ich das kürzen würde, würde ich mit 1,5 da stehen, plus, und dann muss ich wieder 2 erweitern, also 8 Sechstel sei b. Nun, das kann man jetzt zusammenrechnen, 3 plus 8 ergibt 11, also das sind einfach 11 Sechstel. Da können wir auch nicht mehr kürzen, das wäre das Ergebnis. Jetzt können wir auf die normalen Gleichung angehen. Also n Doppelpunkt y ist gleich mn, also minus 4 Drittel mal x plus b, also 11 Sechstel. Wir mussten also zuerst die Gleichung allgemein aufstellen, dann einen Punkt spezifisch einsetzen, um am Schluss wieder die Gleichung ganz allgemein angeben zu können. So. Ich hoffe, ihr habt das schon mitgerechnet, seid mitgekommen. Schaut mir mal auf unserer Homepage vorbei. Abonniert uns bei YouTube. Vielen Dank und bleibt uns gewogen.